Wanna teach. Learning while reading by Dominik Wexenberger. Kapitel 37. Großeltern. Text 1. Die Menschen werden immer älter. Deshalb gibt es in Deutschland immer mehr ältere Menschen. Nimm als Beispiel deine Oma und deinen Opa. Diese haben schon viel erlebt. Sie hatten schon viele Jahre gelebt, als du auf die Welt gekommen bist. Als du ein kleines Kind warst, hatten sie schon viele Jahre gearbeitet. Sie waren schon in die Schule gegangen und sie hatten schon ein paar Reisen gemacht. Du warst nicht auf ihrer Hochzeit, denn sie hatten schon viele Jahre vor deiner Geburt geheiratet. Sie hatten viele nette Menschen kennengelernt. Und sie hatten viele schöne Abende verbracht. Sie waren schon in viele Länder gereist und hatten viel über andere Kulturen gelernt. Sie hatten schon viele Filme gesehen und waren oft im Kino gewesen. Als du das erste Fußballspiel mit deinem Opa gesehen hast, hatte er schon viele Fußballspiele vorher gesehen. Er hatte seine Lieblingsmannschaft viele Male verlieren und gewinnen gesehen. Als du dein erstes Konzert besucht hast, hatte dein Opa schon viele Konzerte vorher besucht. Als du deinen ersten Geburtstag gefeiert hast, hatten deine Großeltern schon viele Geburtstage vorher gefeiert. Jemand hatte schon den ersten Fernseher erfunden und der erste Mensch war schon auf dem Mond gewesen. Es war schon so viel passiert, bevor du geboren wurdest. Und es wird noch viel mehr passieren in den nächsten Jahren. Text 2. Letzte Woche habe ich meinen Großvater besucht. Er hatte schon alles vorbereitet. Er hatte Tee gekocht, einen kleinen Kuchen gebacken und er hatte das Schachbrett aufgebaut. Mein Großvater wohnt in einem Altersheim. Bis vor einem Jahr hatte er mit meiner Großmutter in seiner eigenen Wohnung gewohnt. Leider ist meine Großmutter letztes Jahr gestorben und mein Großvater war jetzt allein. Meine Großmutter hatte ihm immer sehr geholfen. Sie hatte immer das Haus geputzt und sie war einkaufen gegangen. Sie hatte das Essen gekocht und sie hatte meinem Großvater beim Anziehen geholfen. Sie hatte ihm beim Baden geholfen und danach beim Abtrocknen. Alleine konnte er das nicht mehr, weil er schon sehr alt und schwach war. Deshalb hatte er seine Wohnung verlassen müssen und war in ein Altersheim gezogen. Seitdem habe ich ihn regelmäßig jede Woche besucht. Wir haben viel gesprochen und viel Spaß zusammen gehabt. Er war lange Zeit sehr traurig gewesen. Er hatte meine Großmutter sehr vermisst. Ich hatte immer versucht, ihn ein bisschen fröhlicher zu machen. Manchmal war mir das gelungen und manchmal war er so traurig gewesen, dass ich es nicht geschafft habe. Heute hatte er gute Laune. Und wir spielten ein paar Stunden. Wir lachten viel und ich erzählte ihm, was ich während der Woche gemacht hatte. Ich erzählte ihm, dass ich in der Schule eingeschlafen war und deshalb Ärger bekommen hatte. Er lachte und sagte, dass er früher auch immer Ärger bekommen hatte, weil er in der Schule eingeschlafen war. Und ich erzählte ihm, dass ich ein nettes Mädchen kennengelernt hatte, dass ich ihr meine Telefonnummer gegeben hatte und mit ihr ins Kino gehen wollte. Das freute ihn sehr und er erzählte mir die Geschichte, wie er meine Großmutter kennengelernt hatte. Das war eine sehr interessante Geschichte. Ich erzähle sie euch beim nächsten Mal. Text 3. Mein Großvater hatte meine Großmutter 1940 kennengelernt.
Er hatte sie in einem Supermarkt getroffen. Sie war eine wunderschöne Frau, blond, groß und hatte ein tolles Lächeln. Er hatte sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Er hatte sie gefragt, ob sie Lust hätte, mit ihm ins Kino zu gehen. Es war ein Wunder, dass er sich das getraut hatte, sagte er. Sie hatten sich am Abend in einer Bar getroffen und hatten dort zu Abend gegessen. Sie lachten viel und genossen die Zeit. Sie aßen und tranken und danach gingen sie ins Kino. Sie hatten Karten für einen Film reserviert, aber er konnte sich nicht mehr an den Namen erinnern. Nach dem Film gingen sie ein bisschen spazieren. Es hatte geschneit und alles war weiß. Nach einer Weile war es ihnen kalt geworden und sie gingen nach Hause. Aber sie hatten sich für den nächsten Tag verabredet. Sie hatten vereinbart, gemeinsam in den Park zu gehen. Es hatte weiter geschneit und es lag noch mehr Schnee. Der Park war fast leer und sie gingen spazieren. Sie sprachen, lachten und hatten viel Spaß. Nach diesem Tag hatten sie sich noch viele Male getroffen. Eines Tages hatte mein Großvater meine Großmutter gefragt, ob sie ihn heiraten wollen würde. Sie sagte ja und ein paar Monate später hatten sie geheiratet. Sie hatten eine schöne Hochzeit gefeiert und waren danach in den Urlaub gefahren. Dort hatten sie eine wunderschöne Zeit verbracht und meine Großmutter war schwanger geworden. Das Kind war mein Vater. Und viele Jahre später hatte mein Vater meine Mutter kennengelernt. Er hatte sie gefragt, ob sie ihn heiraten wollen würde, und ein paar Jahre später hatten sie einen Sohn bekommen. Mich.